Und da sind wir bei dem Special für Twisted Tree Lines. Leider, leider Gottes, die neue Version. Man hat es vielleicht im Dominion-Video schon gehört. Ich mag die neue Map nicht. Ich bevorzuge lieber die alte Map. Aber naja, was an der neuen Map so ist, das werdet ihr gleich sehen. Da sind wir in der neuen Map. Die neue Map, ja. Die neue 3 gegen 3 Map. Twisted Tree Lines. Ziemlich coole Action zum Teil. Die Idee davon ist extremst cool. Die Praxis ist eher minder cool, aber Alter, die Dinger sind. Moment. Ich habe mir gerade eben einen neuen, Die kann ruhig groß bleiben. Ah, besser. Bei nicht ganz. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen hier rum rumspielen. Passiert jetzt am Anfang eh noch nichts Interessantes. Ja, so ist in Ordnung. So ist in Ordnung, so sieht aus nach was aus, womit wir arbeiten können. Gut, wir haben dann 3 gegen 3 gemacht. Das Map sieht halt schon awesome aus, wirklich, außer hier der Rand. Der ist ein bisschen komisch geworden, aber die Map sieht halt schon echt richtig awesome aus. Und ja. Ist halt viel mit Spinnen und in dieser Richtung angehaucht. Dabei muss man dann halt sagen, dass diese Map, als Elise rauskam, gemacht wurde. Also sie wurde, als Elise rauskam, wurde, ja, wir verlieren am Anfang ein bisschen. Naja, egal. Als Elise rauskam, wurde diese Map halt neu gemacht. Die 3er Map wurde komplett neu gestaltet. Früher war es so, hier hattet ihr einen Red Buff, dann hattet ihr unten so einen kleinen Busch, in dem man viel machen kann, der mittlerweile weggebrochen ist. Dann hatte man hier den Red Buff. Und dann hatte man hier oben einen riesigen Jungle mit 8 oder 9 Jungle Camps. Plus hier waren, glaube ich, noch 2 und hier waren, glaube ich, noch 2. Das wurde jetzt alles so verändert, dass die Jungle Camps jetzt hier, hier und hier sind. Also Jungle Camps habt ihr hier Wölfe, hier Golems und hier Geister. Die ganz normalen Jungle Camps wie sonst auch. Hier in der Mitte habt ihr ein Heal Pack, das einen Speedbuff für eine sehr geringe Zeit gibt, wenn ihr drüber lauft. So, jetzt ist schon wieder abgeklungen. Ansonsten, ihr habt auf dieser Map automatisch, wenn ich jetzt hier gucke, diesen Buff, ein Altar. Und zwar geht es bei den Altaren hier drum. Die Dinger kann man einnehmen, sobald sie freigeschaltet werden. Ist, glaube ich, bei 3 Minuten. Ich glaube, bei 3 Minuten gehen die auf. Und dann sieht man eben bei einem Altar, ist es so, man kriegt 3 Gold pro Tötung, 10% Angriffstempo und 10% Fähigkeitsstärke mehr. Yep, 3 Minuten, sie gehen auf. Und bei 2 ist das dementsprechend höher. Das heißt, früher war es so, es ging halt wirklich nur ums pure Bashen, wer zuerst in den Busch reinkommt ist. Hier waren noch zwei Büsche, die ganz cool waren. Geht es heute darum, diese Dinger hier einzunehmen. Es gibt euch ein bisschen Gold, ich glaube es gibt sogar 80 Gold oder so. Aber alles in allem nicht unbedingt viel Gold. Es gibt ein bisschen was. Immerhin. So, ansonsten, ja, was gibt es zu der Map sonst noch zu sagen? Ihr habt unten zwei Tower. Zwei Inhibitoren sind im gesamten der Base plus ein Tower. Der Tower müsste dann auch was schwächer sein von HP her. 265. 235. Oh, der ist sogar stärker. 205, okay. Im normalen League of Legends ist es ja so, dass hier hinten die beiden schwächer sind. So, jetzt haben wir einen Altar eingenommen. Das heißt, wir haben hier unsere 3 Gold pro Tötung mehr. Diese 10% mehr Fähigkeitsstärke und 10% mehr Angriffsstärke bekommt man, wenn man beide eingenommen hat. Gut. Ansonsten kann man sich noch einen Buff auf dieser Map abholen. Das ist hier oben die Spinne. Die kommt, lasst mich lügen, ich glaube bei 7 Minuten. Hat ein ganz cooles Feature, das zeigen Sombelchan und ich euch auch. Das ist nämlich eine ganz, ganz coole Sache eigentlich.
So, zusätzlich dazu ist noch zu sagen, dass diese Altare, wenn sie dann eingenommen werden, erst nach 90 Sekunden wieder eingenommen werden können. Das heißt, so lange ist hier eben noch diese verschlossene. Ihr seht hier die Lampen, die langsam ausgehen. Wenn die Lampe hier angekommen ist, geht das Ding auf. Gut. Verteilung auf der Map ist eigentlich relativ... weiß nicht, seltsam, sag ich mal. Weil, ja, man roamt einfach viel zu schnell hin und her, finde ich. Früher war es so, man hat wirklich noch ein bisschen Zeit gehabt zum Roamen. Die alte Map, die hat mir einfach wesentlich besser gefallen. Man hatte hier eine normale Wand, wo man drüber flashen konnte. Es war einfach cooler. Also die alte Map hat mir wesentlich besser gefallen. Hier mache ich auch... Ich glaube, insgesamt habe ich jetzt 17 Spiele drauf, also 17 gewonnene Spiele und ich glaube 5 verlorene. Ich mache mit der Map nicht viel. Also ich spiele damit auch nicht so viel und weiß nicht. Ich mag die Map an für sich nicht. Gut. Ansonsten, was gibt es sonst noch zu sagen? Die Altare, da seht ihr jetzt gerade mal die Wölfe. Die sehen hier auch ein bisschen anders aus. Die Golems sehen, glaube ich, auch ein bisschen anders aus und die Geister auch, aber das wird man dann gleich sehen. Beide Altare sind jetzt wieder freigeschaltet. Joa. Da muss ich gleich mal drauf achten, wann die Spinne auftaucht. Ich meine, es wären bei 7 Minuten. Gut, hier oben ist halt, das ist beim anderen, die haben dann, haben die nicht denselben Händler? Ja, derselbe Händler. Ist nicht wie auf der, ARA-Map, wo man zwei verschiedene Händler hat, sondern hier hat man wirklich nur komplett gespiegelte Seiten. Finde ich auch hübscher. Als unterschiedliche Seiten. Aber okay. Ja, wie gesagt, also mit Elise, dieser riesigen Spinne, kam die Kacke hier raus. Früher habe ich extremst gern gespielt. Ich kann euch, was ich auf jeden Fall noch tun werde, ist, ich werde ein Video in die Beschreibung mal packen. Wenn ich mich daran erinnere, von einem Spiel, was vor Jahren mal von einem guten Kollegen von mir aufgenommen wurde, wo wir eben auf der alten Dreier-Map spielen. Und dann könnt ihr euch ja selber ein Bild davon machen, wie sie früher aussah im Vergleich zu dem, wie sie heute aussieht. Gut. Na kommen die. Hier sieht man jetzt, wenn man einnimmt, werden die Dinger hier langsam rot. Dann wechseln die, wird das Ding verschlossen und 80 Gold bringt eine Einnahme. Uns mittlerweile im Gold wieder nach vorne gearbeitet. Ist an für sich ganz cool. Hier sehe ich gerade, dass die beiden getauscht werden müssen. Weil bei uns der Woolybear auf Tank geht und die Akali auf Damage. Bei ihnen geht der Fizz auf Damage und der Jack so ein bisschen auf Tank. Das Problem ist halt wirklich, dass die Akali so wie nichts aushält. Und dementsprechend ist das immer sehr, sehr gefährlich. Auf dieser Map ist es zum Beispiel auch sehr, sehr wichtig. Das bringt es nicht 7 Minuten. Ich bin da die ganze Zeit immer darum gemacht. Auf dieser Map ist es halt sehr, sehr wichtig. Man spielt eigentlich keine AD Carries. Man spielt eigentlich alles, was Bruiser tanky ist. Auf dieser Map ist es auch ganz cool. Seht ihr vielleicht auf der Map, es sind keinerlei Wards gesetzt. Das heißt, da ist nicht viel mit Warden. Und da habe ich jetzt versucht, meinen Slice noch hinzubekommen. Aber der Slice war zu lang auf Cooldown. Da ist nicht viel mit Warden, deswegen sind Champions wie zum Beispiel Teemo auf dieser Map extremst böse. Extra für diese Map hat Teemo einen Nerf bekommen. Für diese Map sind seine Pilze, haben einen wesentlich geringeren Cooldown. Einen wesentlich geringeren Bestandszeit. Also sind da nicht mehr diese 3 Minuten, diese 10 Minuten sind sie normalerweise, glaube ich. Aber sie sind halt da, wesentlich weniger da. Die stirbt mal wieder, wie gesagt, am Anfang lief es ziemlich bescheiden für uns. Aber generell, das vom Gegner war auch sehr, sehr seltsam, was sie da getan haben. Aber das sehen wir gleich. Gegner nehmen jetzt diesen Altar ein. Wir haben noch diesen hier offen. Wird dann aber gleich wahrscheinlich verschwinden. Passive. Gut. Ansonsten
In der Geschichte gibt es so der Twisted Tree Line auch noch, aber die habe ich jetzt gerade mal nicht rausgesucht, weil ich die, weiß nicht, ich finde es irgendwie unwichtig, aber auch irgendwie cool, dass es sowas gibt. Deswegen, ich finde auch Hidden Passives total cool. Und, ja, kann man einfach mal hier mal die machen, genau. Ich finde auch Hidden Passives extremst cool, aber jetzt nicht so, dass ich sagen muss, oh mein Gott, ich muss da unbedingt was von lernen und lesen. Nee, das muss jetzt nicht sein. Ich habe sie gelesen, aber ich kann mich gerade nicht mehr dran erinnern. Muss ich leider sagen. Aber wen Stories und sowas interessiert, kann man sie ja nachlesen. Vielleicht werde ich mal einen Thread aufmachen, wo ich wirklich dann auch Geschichten von den Champions vorlese. Aber ich weiß nicht, ob ihr das wirklich hören wollt, von meiner Stimme irgendwas vorgelesen zu bekommen. Das ist schon in manchen Let's Plays sehr, sehr schief gelaufen. Jetzt ist die Spinne da. 10 Minuten. Ich kann sie euch mal ganz kurz zeigen. Da ist die Spinne. Hat 4891 Leben. Was eine beschissene, krumme Zahl. Aber sie wird ja über die Zeit auch ein bisschen stärker. So. So langsam kamen wir wieder ins Spiel rein, was auch schwer daran lag, dass wir so langsam aber sicher ein bisschen was von den Gegnern verstanden hatten. Gut. Na. Das rote Team hat den Altar, das blaue Team hat den Altar, der rote Team hat den Altar, das blaue Team hat den Altar. So, das Ding müsste jetzt gleich wieder aufgehen. Dementsprechend werde ich mich da gleich draufstellen. Und das Ding einnehmen. Da kommt Lee. Und Lee killt dann mal. Was ich jetzt auch nicht ganz verstanden habe, ist, man sieht die Leute, die auf dem Altar stehen, aber sie sind drei Mann. Und irgendwie wollten sie dann doch nicht dahin. Geflasht, gesliced. Und den Speedbuff mitgenommen. Und damit komme ich weg. Den haben wir auch noch eingenommen. Das heißt, wir haben den Buff und können gut interagieren. So, hier war es für mich jetzt auch zu spät, aber vielleicht komme ich noch weg. Jo, lucky. Ja, okay, was soll's. Da seht ihr übrigens gerade kurz die Geister im Bild. Sehen hier auch sehr, sehr seltsam aus. Naja, was soll's. Es gibt auch eine Special-Interaktion zwischen Elise und eben hier oben dieser Spinne. Wenn ihr müsst euch mal vor sie stellen, müsst slash taunt eingeben. Das habe ich jetzt, ich habe jetzt in diesem Spiel jetzt nicht Elise mal genommen. Weil irgendwie, nö. Wollte ich nicht, musste nicht, konnte nicht, sollte nicht, hätte nicht. Schwul. Da ist alles auf Cooldown. Schade. Wäre ich dran geblieben, hätte man Slicing Dice bestimmt noch bekommen. Aber okay, was soll's. Man sieht, wir schwingen das Spiel langsam in unsere Richtung. Aber wie gesagt, auf der 3-Map ist das sehr, sehr seltsam. Ich glaube, jetzt mache ich mich mal auf den Weg. Nachdem ich die Minions gemacht habe. Woolybear müsste dann auch gleich hochkommen. Habe ich jetzt extra mal gemacht, weil bei den Maps ist es mir relativ egal, ob ich gewinne oder verliere. Es ging hierbei einfach wirklich nur darum, zu zeigen, wie das hiermit funktioniert. Und da sieht man zum Beispiel, alleine tanzen bringt nichts. Wenn dann ein zweiter dabei kommt, der auch danach anfängt zu tanzen, bringt das immer noch nichts. Ihr müsst beide gleichzeitig anfangen zu tanzen. 3, 2, 1, jetzt. Und dann sieht die Spinne das, guckt sich das an und macht einen Dance. Ziemlich cool, wenn ihr mich fragt. Der Tanz ist übrigens geklaut, mal wieder, wie so ziemlich alles aus League of Legends. Der Tanz ist geklaut von King of Queens. Nee, nicht King of Queens? Nee, wie heißt es? Wie heißt es nochmal? Mir fällt der scheiß Name nicht ein. King of Queens war das. Prince of Bel-Air, genau. Prince of Bel-Air
Und zwar ist es der Kartentanz und so wie er dann halt danced. Und daher ist das Spinnentänzchen geklaut. Da müsste jetzt gleich dann auch Teamfight losgehen. Naja, da habt ihr jetzt auch mal das gesehen. Ich wusste vorher nicht, dass es funktioniert. Ich hab's durch Zufall. Hab ich's, und dann? Nee, erstmal auf den Fisch. Und Slice. Stun. Akku. Den. Den. Und Slice. Nee, nur Kuh. So, durch Zufall habe ich das irgendwo auf YouTube gesehen gehabt und dachte mir, okay, muss ich mal ausprobieren. Hab's dann noch ausprobiert und gesehen, es funktioniert und ja. Die trauen sich hier noch nicht mal in die Akali ran. Das ist traurig. Akali 544, 137, der Woolybär. Und 724, wir als Rennington. Ja gut. Aber wie gesagt, ich finde die Map, der Jungle, dass der hier unten ist, finde ich ein bisschen doof, weil früher gab es mehr Jungle, es gab mehrere Buffs auf der Map. Man hatte wesentlich mehr vom Jungle. Man hat damals auch oftmals zwei auf die Toplane geschickt, weil hier oben war der komplette Jungle und man konnte die komplette Jungle Control übernehmen. Am Anfang viele Noobs, also Noobs im Sinne von, wir haben es damals auch gemacht, weil die Gegner es gemacht haben. Die sind dann hingegangen und haben dann hier unten zwei auf den Lanes geschickt. Die richtigen Leute haben es dann hier oben mit den Zweis gemacht. Das lag aber hauptsächlich eigentlich nur daran, dass man hier oben dann richtig schön den Jungle kontrollieren konnte. Auch Besonderheit an dieser Map ist, man kann schon ab 15 Minuten surrendern. Also man muss nicht bis 20 Minuten warten, sondern es reichen 15 Minuten. Wichtig ist hier wirklich, dass ihr immer wieder die komplette Kontrolle über den Jungle übernehmt, über die Altare übernehmt. Und ja. Und Worms wollt ihr. Da bin ich raus. Und ja. Bisher ist das Spiel echt noch ziemlich ausgeglichen. Und da komme ich, glaube ich, wieder komplett lucky weg. Ja. Ultra lucky. Kali ist mittlerweile auch mit ihren 754 dabei. Richtig geil. Das Spiel läuft gut für uns, aber die Gegner sind auch nicht gerade schlecht, also im Sinne von für die steht es theoretisch nicht schlecht. Einzige, was natürlich ein bisschen, vor allem hier auf der Map, auf so einer Map, wo man sehr viel ganken muss, sehr viel fightet, bemerken muss, ist, dass die Gegner hier wirklich ihre Assists nicht gut verteilt haben. Wir haben 7 Assists auf dem Woolybear, 4, das ist okay. Aber wenn man sich den Farm anschaut, ja, ich hatte den Lee auf der Top und er hat 20 Farm weniger als ich. Das ist auf dieser Map tödlich. 44 zu 36 ist ebenfalls... Okay. Das ist noch höher als bei uns. Ja. Aber 26 Farm der Fizz, das ist eigentlich ein No-Go. Das ist ein No-Go, dass man überhaupt nicht so haben dürfte. Und dementsprechend... Also auf dieser Map gibt es viele andere Strategien. Man nimmt keine AD-Carries, AP-Carries gibt es auch nur ganz, ganz wenige, die man spielen kann. Wirklich dieses Bruiser-Top ist wirklich, also man spielt praktisch drei Top-Lanes oder zwei Top-Lanes in einen Jungle. Hin und wieder sieht man mal eine Lux oder ein TF. Aber, the Black Sail ist godlike. Jetzt kam eine verstörende Situation. Man sieht, das Spiel ist eigentlich noch ganz ausgeglichen, aber die Gegner surrender. Nach einem Tor der gekommen ist. Okay. Sollen sie, mir war es recht. Ich konnte euch die Map zeigen. Ich hoffe, ihr hat es gefallen. Spielt bitte nicht auf dieser Map. Die Map ist scheiße. Schreibt Riot einfach mal eine Nachricht, dass sie die alte Map wieder einfügen sollen. Nein, Spaß. Ja.
Jetzt habe ich alle Maps durch, die es bisher noch so gibt. Mal gucken, ob demnächst noch was kommt. Ich habe da so bestimmt eine Map im Auge, die noch kommen soll. Mal sehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Black Seed. Ciao, ciao.